Ja, hallo und willkommen zur Speakers Corner. Es ist wieder soweit. Wir machen eine neue Ausgabe mit mir heute hier im Studio. Wie immer mein Kompagnon und geistiger Mitstreiter Oliver Janich. Hallo Olli. Grüß dich, Robert. Wir sind wieder soweit. Wir sind am Start. Wir haben eine ganze Reihe von Themen uns ausgedacht. Wir wollen über verschiedenes Aktuelles sprechen, was zurzeit rund geht. Und ganz am Anfang müssen wir natürlich auf etwas hinweisen. Und zwar geht es darum, dass wir einen neuen Kanal gegründet haben. Er heißt genauso wie der alte Kanal. Es ist Speakers Corner, aber wir haben ihn auf einem neuen Kanal hochgeladen, weil wir einfach in ein größeres Netzwerk gehen und wir möchten alle dazu ermutigen und auch erinnern, dass man also nicht nur den alten Speakers Corner Kanal liked, sondern auch den neuen Kanal liked. Oder habe ich das richtig erklärt? Genau, abonniert. Und also wir wissen noch nicht, wahrscheinlich werden wir am Anfang immer auf beiden Kanälen es noch hochladen, aber ganz wichtig, den neuen abonnieren, weil da wollen wir langfristig hin. Im Moment verteilt sich das dummerweise dann auf zwei, aber irgendwann mal muss man den Schnitt machen. Und auf jeden Fall, also der neue heißt Speakers Corner und der alte heißt Speakers Corner Backup. Okay. Beide abonnieren. Okay, also das ist eine technische Sache für uns strategisch wichtig, dass wir in ein anderes Netzwerk kommen und ansonsten ändert sich nichts. Also schön abonnieren und die Themen, die wir heute auch vorbereitet haben, sind vielfältig. Wir wollen über Aktuelles sprechen in Paris. Wir wollen darüber sprechen, was dir in Augsburg passiert oder nicht passiert ist, ja. Und dann wollen wir noch ein paar andere Themen abklopfen und da kommen wir noch gleich dazu. Also fangen wir doch erstmal an. Paris, ja, also es ist schon wieder ein paar Wochen her. Es war am 13.11. schon wieder so eine symbolträchtige Zahl. Was war deine erste Meinung, als du da die Nachrichten gehört hast? Bei mir war es spontan so, boah, bestimmt wieder False Flag. Also da habe ich schon so einen Reflex mittlerweile, dass das so fast in die Richtung geht. Okay, was kommt jetzt als erstes an Nachrichten? Und dann kam der Pass und so, und da war ich dann schon wieder False Flag. Aber mittlerweile bin ich mir da nicht so mehr so ganz sicher. Und was war dein erster Eindruck? Also mein erster Gedanke war, sag jetzt bloß nicht zu schnell, dass es eine False Flag ist. Das war mein erster Gedanke. Was ich auf Facebook poste. Ja? Also natürlich neben dem Schock. Weil natürlich sind wir es gewöhnt, dass es immer False Flags sind. Wir müssen uns aber zurückhalten, das zu sagen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil man es nicht 100% weiß, ob es eine False Flag ist. Und zweitens, weil das... Wer also meine Bücher kennt, weiß ja, ich versuche mich immer in den Leser reinzuversetzen. Und ich weiß genau, was der denkt. Der denkt sich genau, hat er ja nicht, denn sein nächster Post ist garantiert, das ist eine False Flag. Und ich habe inzwischen diese Leute alle blockiert, aber das wird mir dann auch berichtet. Ja? Dass dann die Leute gleich schreiben, aha, beim Janich ist es schon wieder eine False Flag, der hat ja keine Ahnung. Ja, so ist es. Ja? So, deswegen habe ich mich zurückgehalten, was dazu zu sagen. Und habe auch am Anfang keine Indizien gehabt für eine False Flag. Also solange man keine Indizien dafür hat, warum sollte man darüber reden? Aber es haben sich dann weitere Indizien angehäuft. Und also was mir jetzt aufgefallen ist, es haben sich zwei Leute, die wir auch kennen, festgelegt. Der Jürgen Elsässer, der Manfred Petri, alles Schall und Rauch. Beide machen gute Arbeit. Ich schreibe ja auch für den Jürgen. Aber die haben zum Beispiel gleich gesagt, ja, auch selber, ja, das sind ja Spinner, die von der False Flag reden. Also ich meine, wie kann ich dann über die eigenen Leute da gleich, ja, die spinnen doch alle mit der False Flag, wo noch gar nichts klar war in den ersten Tagen. Ich habe mich auf die Position gestellt, die ich auch heute noch habe. Es war insofern echter Terror, dass wahrscheinlich wirklich Islamisten beteiligt waren, die Fanatiker waren. Wenn das stimmt, dass Also er... nicht vom Geheimdienst gesteuerte Patsies, also Sündenböcke, sondern wirklich Leute, die ideologisch verbrämt sind und halt irgendwie auch den Hass in sich tragen, um sich selber ins Jenseits zu schießen. Genau, aber nicht, eben nicht, dass sie nicht gesteuert sind, sondern dass sie tatsächliche Terroristen waren. Weil das ist eben genau, da finde ich die Argumentation ja gut vom Manfred Petri, ist schon richtig, gell? Freeman ist Manfred Petri. Petritsch oder irgendwie so, Ja, glaube ich. nicht, dass Ja, ich das also auf falsch jeden Fall sage. der Schall und Rauch. Freeman, Ja, ja. Freeman, Sorry, Freeman, der ist mir ja. ein bisschen Geiler Typ, wurscht. Ja. Freeman. Aber würde sich aufregen, wenn jetzt der Name falsch ist. Da hat er ja recht. Also normalerweise geht der False Flag so, dass ich Sündenböcke platziere, die gar nichts davon ahnen. Ja, also wahrscheinlich war es so in Boston, garantiert war es so. In London damals, dass man vier Studenten mit Rucksäcken losgeschickt hat, während gleichzeitig die Antiterrorübungen stattgefunden haben und die gar nicht wussten, dass sie Sprengsätze dabei hatten, wahrscheinlich. Genau, also So, London habe ich ja. mir nicht so genau angeschaut, aber an 9/11 ist es ja völlig klar, dass Mohammed Atta und die anderen wussten gar nicht, dass sie auf Selbstmordmission sind. Da gibt es mehrere Indizien. Eine davon ist,
dass die den Flug so knapp gebucht haben, ja, also nach der offiziellen Variante, dass sie nur 10 Minuten zum Umsteigen hatten. Also das hätte man ja nie riskiert. Ja. Und in der offiziellen Geschichte passt es natürlich, weil da konnten sie sich das ja hinbiegen. Kein Mensch weiß, ob die wirklich auf den Flügen waren. Gut, das ist also die Methode funktioniert deswegen gut, weil du hast die Sünden, weil du brauchst immer Leute, die sich selbst umbringen und aber sich an Anweisungen halten. Das ist total selten. Mhm. Weil entweder du hast so einer, der wirklich aus Verzweiflung gerade seine Familie verloren hat und sich da, also sich in Israel in die Luft sprengt. Das kann schon sein, weil du so verzweifelt bist. Aber bei diesen Terroroperationen, die sind erstmal da in Hamburg ewig gewesen, in der Zivilisation in Anführungszeichen. Dann sind sie nach Amerika gereist, haben dort in Stripclubs ihre Zeit verbracht. Das sind ja, dann überlegst du dir, selbst wenn du mal Fanatiker warst, denkst du, so schlecht ist das Leben ja auch wieder nicht. Mhm. Ja? Du sprichst jetzt von den 9-11. Na, generell von diesen Patsys, von diesen Sünden. Ja, aber Hamburg und Amerika und Stripclubs, das ist 9-11. Genau, das ist 9-11, ja, okay. Zur Klarstellung. Das heißt, es ist schwer, Leute zu finden, die steuerbar sind und so verrückt sind, sich selber in die Luft zu sprengen. Das ist total schwer. Deswegen ist das Einfachste, du stellst Sündenböcke hin, die erschießt du und sagst, die waren's. Deswegen tragen die auch meistens Masken, ja? Also die geschossen haben. Auch bei diesen Attentaten, also wie heißt das, Amokläufen. Ja. Das war das Argument vom Freeman und das war auch gut, weil es ja da zuerst hieß, ja, die haben keine Masken getragen. Dazu muss man auch Folgendes sagen. Erstens wissen wir nicht, ob alle keine Masken getragen haben. Zweitens, es gibt einen Bericht in einer englischen Zeitung, ich glaube, es war der Daily Mirror, habe ich auch schon eine Presseshow dazu gemacht, dass einer zwar keine Maske hatte, aber auf die ganzen Fenster geschossen hat, damit keiner filmt. Und der sah auch aus wie ein Söldner, also groß, weiß und Bodybuilder-mäßig. Klar, es kann auch Islamisten geben, die so aussehen, aber wirkte eher wie ein Spezialkommando. Und letztendlich, wir haben keine Bilder. Wir haben keine Bilder. Also zum Beispiel vom Inneren dieses Bataclan-Clubs, wo diese Gruppe, diese Rockband gespielt hat, gab es keine Videos. Oder? Genau. Ja. Es gibt ein Video bis kurz vor die Schüsse, in dem Moment, wo die Schüsse losgehen. Ich muss dazu sagen, ich habe das Interview bei Weiß gesehen mit der Band. Mhm. Also ich glaube, so viele Menschen, hast du es auch gesehen? Nein. Also so viele Menschen kennen es, glaube ich, habe ich, aber man weiß es nie, das war echt. Also die waren wirklich entsetzt. Der war immer den Tränen nahe, der Sänger. Mhm. Die haben da wirklich was erlebt. Also es ist nicht so, dass es komplett inszeniert ist. Mhm. Aber was genau da abgelaufen ist, da waren die auch relativ schwammig. Ja, also Täterbeschreibungen waren da gar nicht dabei. Also es wirkte eher so, als ob die schon maskiert gewesen wären. Aber was ein bisschen verwunderlich eben ist, dass niemand gefilmt hat, jetzt sagen dann manche nicht ganz zu Unrecht, ja, also du hast Besseres zu tun, wenn du dich in Sicherheit bringst, als zu filmen. Aber da muss man sich überlegen, wie Handys funktionieren. Wenn du das mal einschaltest und filmst, dann musst du das ja erst kompliziert ausmachen. Das heißt, wenn da gerade geschossen, also beim Konzert filmen immer hunderte Leute, wenn da gerade geschossen wird, dann duckst du dich und dann schaust du noch, jetzt mach ich aber mein Ding da aus. Nee, du rennst weg. Es müsste weiterlaufen. Ja, das heißt, es müsste auf jeden Fall Handys geben, auf denen irgendwas zu sehen oder zu hören. Oder zu hören, ja. Also das ist aber ein relativ schwaches Indiz. Nur es ist auch schon mal ein Indiz. Wir haben eines, worauf ich noch nicht hingewiesen habe, da wollte ich eine extra Presseshow machen, jetzt mache ich es hier. Am Anfang hieß es, einer ist schon festgenommen worden. Und es war ausgerechnet einer, der gleich gesagt hat, ich bin von der ISIS. Mhm. Ich habe es jetzt nachrecherchiert, wahrscheinlich gibt es nur eine Quelle dafür, das ist Fox. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie eine versehentliche Meldung. Nur wenn jetzt die Meldung lautet, festgenommen, dann kann man das aus Versehen mitkriegen. Aber der hat ja was gesagt. Also der hat gesagt, ja, wir sind von der ISIS. Das kann man sich wiederum nicht ausdenken. Scheint also entweder einer gefasst worden zu sein, oder das war so eine Falschmeldung wie an 9-11, die zu früh rausging, ja, mit wie die Türme, World Trade Center 7. Auf jeden Fall stimmt hier wieder irgendwas nicht, weil erst hat einer überlebt und jetzt plötzlich wieder keiner mehr. Mhm. Und das ist immer ein Zeichen, wenn gar keiner überlebt, dann kannst du ja alles erzählen. Mhm. Und natürlich das Wichtigste ist, du hast schon angesprochen, die Übungen. Es gab wieder gleichzeitig Übungen. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Das Szenario an verschiedenen Orten in Paris, Sprengstoffanschläge und Anschläge mit... Das Hauptargument von Freeman und auch den anderen
gegen eine False Flag ist ja, dass dieses Attentat den Globalisten und neuen Weltordnungsherren quasi dagegen läuft jetzt. Weil was ist passiert? Frankreich macht die Grenzen dicht, jetzt Marie Le Pen macht einen riesen Rechtsruck, Europa ist in Gefahr, so diese ganze Durchmischung der Völker, so die Migrantenbewegung wird ja jetzt massiv gefährdet dadurch. Was hältst du von dem Argument, dass das jetzt denen nicht in die Karten spielt? Ja, also das ist etwas, was ich mir zuerst auch gedacht habe. Aber erstens hatten wir Charlie Hebdo und das war ja wahrscheinlich auch eine False Flag. Das hätte ja auch schon nicht gepasst. Ja, ja. Und zweitens, es passt doch, weil, also was wir in Deutschland sehen, in den Medien ist, dass es jetzt zum Beispiel schon kritisiert wird mit der Einwanderung. Ja? Jetzt kommt langsam die Wahrheit raus, 70-80% kräftige junge Männer, fast alle muslimischen Glaubens, die wenigsten wirklich verfolgt. Niemand, nicht ein einziger hat Asylrecht, also Anspruch auf Asyl, das widerspricht unserem Grundgesetz, ja, mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Das wird jetzt alles schon langsam berichtet. Das heißt, es ist jetzt eine Timingfrage. In welcher Phase der neuen Weltordnung sind wir sozusagen? Mein Eindruck ist, im Moment, also es ist ja natürlich nicht alles steuerbar, das muss man mal vorwegnehmen, aber im Moment wird der Volkszorn so richtig geschürt. Das heißt, die Lügen werden so offensichtlich, dass die Menschen ohnmächtig werden und man die, damit sie aufeinander gehetzt werden. Was meinst du mit ohnmächtig? Sich ohnmächtig fühlen, weil die Lügen so offensichtlich werden. Also jetzt als Beispiel, die wollen jetzt, glaube ich, dass es diese Demonstration rechts gegen links gibt, ja? Also Pegida gegen Antifa, und dazu brauchst du ja Wut. Ja. Die Antifa-Leute sind wahrscheinlich sowieso bezahlt und gesteuert, viele davon. Die haben immer Wut. Und die haben immer Wut, genau, die schon seit Jahren. Aber von der rechten Seite, also rechten in Anführungszeichen, von der, jetzt sage ich selber schon, ja, von denen, die das kritisch sehen mit der Einwanderung, Helmut Schmidt und Willy Brandt haben es auch kritisch gesehen, waren nicht rechts. Also es hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Die sind eigentlich noch nicht wütend. Die verhalten sich immer relativ zivilisiert. Ja? Es ist auch mehr Mittelstand. Das sind keine dumpfen Nazis, die damit rennen. Das sind ja Tausende. Ja? Und die wollen jetzt die Wut. Und ziehen aber ihr Ding einfach durch. Also man kann es festmachen an der Angela Merkel. Man sagt ja bei der Angela Merkel immer, ja, die hat sich immer so durchlaviert und jetzt hat sie halt mal eine Entscheidung getroffen. Selbstständig. Das ist natürlich totaler Unsinn. Weil es ist ja nicht nur so, dass es gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung ist und auch übrigens der hier lebenden schon eingewanderten Ausländer, ja. Ich spreche jetzt in letzter Zeit noch mehr mit Ausländern über das Problem. Ich habe natürlich in München sind sehr viele Ausländer oder Eingewanderte, die haben alle dieselbe Ansicht. Ja. Also da jetzt nicht völlig kulturfremde Leute unqualifizierte Leute reinzulassen. Ja. 2/3 sind ja wahrscheinlich nicht integrierbar nach einer neuesten Aussage von einem Wissenschaftler. Das heißt, es ist aber auch gegen ihre eigenen Interessen, was sie da macht, weil sie will ja gewählt werden. Also muss man sich fragen, warum macht die das, obwohl ja Politiker opportunistisch sind und gewählt werden wollen. Und eine plausible Erklärung ist, die wollen jetzt wirklich, dass das Volk wütend wird, dass es so weit auseinanderklafft. Also 80-90% je nach Umfrage sind dafür, die Einwanderung zu begrenzen. Das ist ja auch vernünftig, weil wir können nicht 1 Milliarde Menschen aufnehmen. Es ist reine Mathematik. Und indem sie jetzt weiter die Leute reinlässt, werden die Leute immer wütender. Dann gibt es so einen, der ein bisschen bellt, wie der Seehofer. Ich glaube nicht unbedingt, dass es abgesprochen ist, wie manche sagen. Der ist wirklich sauer, aber geht nicht so weit, wie er gehen müsste. Bräuchte bloß die Grenzen dicht machen, könnte er da machen, wenn er wollte. Ob das jetzt rechtlich geht, weiß ich gar nicht, aber das Recht ist denen ja sonst auch wurscht. Ja? Ja. Er könnte, wenn er wollte, dicht machen. Das heißt, und es gibt ein Timing-Problem für die Elite. Also ich habe ja neulich mit dem Wolfgang Eggert hier gesessen, der meint, ein wichtiges Jahr für diese Sekten, diese apokalyptischen Sekten, wäre 2017. 17. Das heißt, sie müssen auf die Tube drücken. 7777. Dann die Zahl 7 und so weiter. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, denken nicht wir uns aus, sondern diese okkulten Gruppen glauben an Zahlen. Ja, wir können da nichts dafür. Die Leute sagen dann oft, wir sind Spinner, wenn wir über diese Zahlen reden. Dann die Lagarde hat selber darüber gesprochen. So, und wenn du 2017, sagen wir mal, jetzt die neue Weltordnung errichten willst, dann brauchst du das Chaos schon 2016. Ja? Und dann kommt mein persönlicher Gedanke, diese Leute in der Elite sind alle sehr alt. Also der Ding ist, glaube ich, schon 100, der Rockefeller. Ja. Dann jetzt Schmidt ist schon gestorben, der ein Teil war, aber ich glaube, dass der nicht bei dem, ich hoffe es, nicht gerade den ganz Bösen war. Ja.
aber schon wusste, was vorgeht. Er hat ja ein paar Sachen geleakt, ja, Staatsterror, Kissinger und so weiter, Brzezinski, die sind alle sehr alt. Also die waren zumindest sehr eng. Kissinger hat eine Rede gehalten bei der Beerdigung von Schmidt. Ja, genau, auf dieser Beerdigung konnte man auch, da mache ich aber ein extra Video drüber, konnte man auch etwas sehr Interessantes sehen, aber da war ich dann extra viel. Ja, aber gib mal einen Hinweis, dass man mal ein bisschen... in welchen Kreisen... Die da verkehrt sind. Ja. Man sieht beim Schwenk von der Kamera, wer da alles sitzt und so. So ungefähr. Da gibt es einen kleinen Hinweis. Alles klar. Ja, okay. wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ja. Wir sind ja eigentlich beim Terror. Ja? Genau. Also sprich, Charlie Hebdo als Vorbereitung für das französische Volk vielleicht, dass man Charlie Hebdo inszeniert hat schon mal im Vorfeld, um die Leute zu sensibilisieren. Boah, krass, 12 Leute erschossen mitten in Paris, was geht da ab? Und dann kommt natürlich dieses Massaker, dieses Schlachtfest von, egal ob jetzt politisch verwirrten Menschen oder Geheimdienst, Spezialkommandos, was ist passiert? Die Franzosen machen einen extremen Rechtsruck. War das absehbar? Genau, also das ist für mich schon ein bisschen auch ein Rätsel, muss ich sagen, weil es ist ja völlig klar, dass jetzt ein Rechtsruck kommt. Das ist völlig klar. Nur das ist ja gegen das Establishment, das wollen die ja nicht. Die schießen ja, die Le Pen wird permanent immer als rechtsextrem bezeichnet, wenn man mal anhört, was die sagt. Die ist nicht rechtsextrem, die ist vernünftig. Nein, das kann man nicht sagen. Nee, vernünftig, bei ihr nicht, ist nicht, vernünftig ist nee. Das nicht, aber es gibt Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Ja, ja, also da muss man, das ist eines meiner Hauptthemen in beiden meiner Bücher, aber vor allem im ersten, muss man die Hegelsche Dialektik verstehen. Mhm. Also die These. These, Antithese, Synthese. Ja. Und in dem Fall, die schaffen ein Problem, dann kommt die Reaktion, die vorprogrammiert ist. Die Synthese ist das, was sie wollen, die neue Weltordnung. Mhm. Und speziell bei der Le Pen, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die Le Pen ist natürlich, die Masse glaubt, die ist gegen das Establishment, aber das, was die vertritt inhaltlich, ist die neue Weltordnung. Weil sie ist, kann man wirklich sagen, das ist ein nationalsozialistisches Programm. Jetzt nicht im Sinne der Nazis. Judenvernichtung, sondern es ist national und es ist sozialistisch. Mhm. Also sehr nah an der NPD. Und man muss sich auch mal das NPD-Programm einfach anschauen. Die werden jetzt nicht hochkommen bei uns, aber man muss sich das NPD-Programm anschauen. Das sind sozialistische Forderungen, durch und durch. Also, was weiß ich, mehr Kindergeld, Mindestlohn, also lauter sozialistisch. Sozialer Wohnungsbau und so weiter. Das ist alles Sozialismus und ganz extrem bei der Front National. Das heißt, selbst wenn die jetzt an die Macht käme, dann macht die ja noch mehr Sozialismus. Und Frankreich ist sowieso eines der sozialistischen Länder, deswegen geht es denen ja so schlecht, deswegen haben die Probleme. Das heißt, es ist eigentlich wurscht. Das Einzige, was nicht hochkommen darf, ist die AfD, ist eine libertäre Partei und in dem Fall die Libertären innerhalb der AfD. Mhm. Es gibt Libertäre oder Liberale oder klassisch Liberale innerhalb... Das ist aber schon wieder nach Deutschland gesprungen. Ja, aber das ist wichtig, weil hier gibt es ja auch gibt's Anschläge auf Leute von der Alternative für Deutschland. Mhm. Also erst auf die Autos von der Beatrix von Storch zum Beispiel, die eher liberal ist, konservativ-liberal, auf gar keinen Fall sozialistisch, also auf gar keinen Fall. Dann gab es einen Sprengstoffanschlag auf irgendein AfD-Büro, steht bei Kompakt, muss man jetzt nachlesen. Vor ein paar Tagen, Anfang Dezember, jetzt auf die Katrin Oertel von Genau, Berliner. Aber die ist jetzt nicht AfD, aber ja, man aber sieht trotzdem, schon, dass ja, ich bin, da kommen wir jetzt ja gleich drauf, ich werde zensiert, obwohl ich libertär bin an der Uni, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Ich will nur sagen, die AfD ist überhaupt nicht zu vergleichen im Moment mit der Front National, das hat die Petri auch gesagt, da wird sie auch wieder dafür geschimpft, das war völlig richtig, die sind sozialistisch, nationalsozialistisch, die Front National, und das ist die AfD noch nicht. Es gibt natürlich zum Beispiel den Herr Höcke, der glaube ich nicht, der macht keinen liberalen Eindruck. Ja? Mhm. Also wenn das dann die zukünftige Richtung, ich habe einen Vortrag von ihm gesehen in München, also auf Video, der hat sehr viel Beifall bekommen. Das heißt, die ökonomische Kompetenz bei den Parteimitgliedern ist, glaube ich, nicht sehr hoch. Aber es gibt in der Führungsspitze auch Leute, die von österreichischen Schulen eine Ahnung haben, Peter Böhringer und so weiter, der inzwischen da auch dabei ist, was mich ein bisschen gewundert hat, aber... ja, ist es mir lieber, dass sich ein Libertärer da engagiert, als dass es nicht macht. Und das heißt, diese Partei, die könnte systemkritisch sein. Und es gibt mehrere Leute, die wissen, dass das Geldsystem nicht, was mit dem Geldsystem nicht stimmt. Unter anderem die Beatrix von Storch. Mhm. Das heißt, es ist ganz was anderes als die Front National. Sowas darf man natürlich nicht hochkommen lassen. Also die AfD ist wahrscheinlich jetzt schon durchsetzt mit Agenten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Weil das müssen die verhindern. Also Agenten durchsetzt deswegen, weil, wenn die Tendenz weitergeht, natürlich auch die AfD Zulauf hat bei der nächsten Wahl. Ganz klar. Wann ist denn die nächste Wahl? Anfang des nächsten Jahres ist, glaube ich, irgendeine Landtagswahl.
Ja, genau. Es ist eine Landtagswahl im März wohl. Wo so ein Lackmustest stattfindet. Wie ist denn jetzt die Stimmung in der Bevölkerung? Die erste größere Wahl auf Landesebene. Und da wird wahrscheinlich dann massiv geguckt werden, was da ist. Ob durch diese ganze Flüchtlingsthematik jetzt natürlich auch so ein Rechtsruck hier stattfindet, wovor jeder natürlich Angst hat. Genau, und da hat ja bei uns in der Speakers Corner der CDU-Abgeordnete Wilsch schon gesagt, beziehungsweise ich hatte ihm ein Interview und wir haben ihn vorher gefilmt und da hat er gesagt, praktisch angedeutet, länger als bis März macht dies nicht, die Merkel. Mhm. Also ich glaube, er hatte im Hinterkopf diese Wahlen. Ich habe die Bemerkung damals nicht verstanden, weil wenn diese Wahlen gegen sie ausgehen, dann ist spätestens dann das Ende. Mhm. Ja. Nur leider gibt es ja in Deutschland keine Alternative, außer die Alternative für Deutschland, die ja dämonisiert wird als rechts, obwohl man das jetzt noch nicht sagen kann, ja, konservativ-liberal. Ich glaube aber, dass die 20-25% bekommen, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und dann muss sie vielleicht zurücktreten. Ja. Okay. Und das wird dann auch wahrscheinlich nicht viel ändern, aber... Gut. Sehen wir ja dann im Frühjahr. Ja. Kommen wir nochmal auf den Terrorismus zurück. Also Frankreich hat jetzt mit dem Terror eigene Gesetze, oder was heißt Notstandsgesetze, ausgerufen. Es herrscht Ausnahmezustand, die Grenzen sind dicht gemacht worden, Militär, Polizei, Patrouillen, überall. Also es ist wirklich so George Orwell-mäßig mittlerweile in Frankreich. Ich war nicht persönlich vor Ort, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht spaßig ist da momentan. Wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen weitermachen, was international passiert ist, natürlich wird auch gleich wieder der Bündnisfall ausgerufen. Frankreich als Nachbar von Deutschland oder auch als NATO-Staat ist unter Angriff gekommen und wir machen Folgendes, wir machen innerhalb von 3 Tagen Krieg. Also sprich, unglaublich, wenn man sich das nochmal vorstellt, wie lange früher Debatten gegangen sind, monatelang. Ganze Perioden politischer Meinungsbildung wurden dadurch lebt, bis mal irgendein Kontingent irgendwo hingeschickt worden ist von der Bundeswehr. Und da haben die innerhalb von kürzester Zeit eigentlich 1200 Leute in den momentan größten Auslandseinsatz geschickt für einen Einsatz, der nach Aussagen des letzten Generalinspekteurs der Bundeswehr, Harald Kujat, vollkommen überflüssig ist. Die Bundeswehr schickt vollkommen veraltete Transportmaschinen dahin. Ich weiß es, weil die waren vor 20 Jahren schon uralt. Ich hätte die Dinger fliegen sollen. Ja. Dann die Tornado-Aufklärer sind, die können schon aufklären, aber die können irgendwelche Panzerarmeen analysieren mit ihren Kameras und können feststellen, wo ist da wer vergraben. Aber nicht Terroristen, die sich in irgendeinem Markt verstecken. Also es bringt überhaupt gar nichts. Außerdem sind schon so viele andere da in dieser echt angespannten Lage. Das ist reiner politischer Opportunismus. Ja. Und jetzt noch die Situation dazu. Alle haben es natürlich mitgekriegt, unsere Zuschauer wissen das natürlich auch alle, diese Provokation des Sultans von Istanbul, ja, indem er einen Chat hochschickt und darauf wartet, bis die Amerikaner die Daten weitermelden, nachdem die Russen gemeldet haben, also wir fliegen jetzt da rein, wir machen unsere Abwürfe da und da und da, guckt mal, dass niemand kommt, weil sonst haben wir da ein Problem. Und genau darauf haben die türkischen F-16 gewartet und haben den Bomber abgeschossen. Ja. Also, jetzt haben wir jemanden, der ganz massiv an der Nunte zündet, Erdogan, der ein groß osmanisches Reich wieder aufbauen möchte, der sogar jetzt eine... unglaublich, mit einem Bataillon Panzer und Truppen über die irakische Grenze ist. Die Irakis schreien Ceuta und Modio, es geht nicht. Die bauen sogar momentan einen Flugplatz aus da. Und worum geht es? Ums Öl. Ja, das hat auch jeder mitgekriegt. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ist auch wieder so ein Paradebeispiel für Manipulation und Propaganda in unseren Medien. Die Russen sichtlich sauer und auch zu Recht angepisst, weil die schießen da einfach den Flieger runter. Entschuldigt sich nicht mal dafür, der Erdogan. Und dann sagt Erdogan, ja, dann sollen sie doch Beweise vorlegen und wenn das stimmt, dann trete ich zurück. Nächster Tag machen das, die legen die Fakten vor, Satellitenbilder, Aufklärungsdrohnenvideos, Agentenaufnahmen etc. pp. 8500 LKWs, eine rollende Pipeline, alles ist da und es wird alles in den Medien totgeschwiegen. Ja. Also, wo stehen wir jetzt momentan, an welcher Situation? Wie müssen wir das einordnen? Ja, du hast sehr viele Fäden da. Ja, das war jetzt gerade so ein bisschen Rundumschlag, aber die Situation echt aus Paris kommt das und dann kommt das und da zündeln die auch noch. Das ist so, wie wenn alles immer mehr aufkocht. Genau. Und ist das genau das, was die wollen, genau. Wovon Eckert gesprochen hat, der Wolfgang? Genau. Also, das ist eben, du hast viele wichtige Dinge gesagt, aber man muss die nochmal einzeln anschauen. Oder sehr spannend wird sein. Und da mache ich mir im Moment Gedanken, weiß nicht, was ich da sage. Ich habe zuletzt Kontakt gehabt mit jemandem, der sehr nahe an der, relativ nahe an der Regierung ist. Und
der aber total mainstreamige Sachen sagt, also die offiziellen Linien vertritt. Und ich habe da so ein bisschen insistiert, hat gesagt, ja, da, also in Bezug auf die Einwanderungspolitik habe ich dann gesagt, das können Sie mir doch nicht erzählen, dass da nicht auch, dass da nicht Geheimdienste mit im Spiel sind. Und hat dann nach mehreren Nachfragen hat er dann ja, hat das dann zugegeben und dann habe ich gesagt, ja, welcher? Und dann hat er gemeint, ja, das könnte der türkische sein. Was meiner Meinung nach also es ist ein Hinweis. Der hat mir jetzt nicht gesagt, was die Wahrheit ist, sondern er hat mir vielleicht die neue Linie gesagt, die Journalisten bekommen. Ja, weil ich wollte ihn, wurscht, das so genau gesagt, darf ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, dass jetzt. Informantenschutz. Genau, So, es gibt jetzt, die Situation, dass man alle, dass die Türkei der böse Bube ist, der es wahrscheinlich auch ist, sodass man ab und zu im Mainstream nachlesen kann, dass die Türkei die ISIS unterstützt. Ja, also das kann man, glaube ich, schon im Mainstream nachlesen. ganz vereinzelt. Ja, Also ich und auch habe es bei mit Fokus Öl, schon mal gesehen und auch so. denen das Öl abnimmt und so weiter. Weil, also es geht natürlich nicht ums Öl an sich, sondern damit finanzieren die sich. Ja. Das ist in dem Fall nur ein Mittel zum Zweck. Aber es ist vereinzelt natürlich, weil sonst könnte die Merkel nicht hinfahren und mit dem, das ist ja Wahnsinn, wie die sich erpressen lässt von dem jetzt. Ja. Aber die eigentliche Frage ist, dreht der gerade durch oder macht er das im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes? Ich glaube beides. Also wenn man das Profil von Erdogan anschaut, da gibt es ja schon einige Hinweise darauf, dass da eine, sagen wir mal, soziopathisch-psychopathische Persönlichkeit dahinter steckt. Ja. Der Palast, wenn man von ihm mal anschaut, für hunderte Millionen gebaut, ohne Genehmigung, Das sagt einfach, ja, finde ich aber gut. reißt ihn halt ab, wenn es könnte. Ja. Der weiß genau, dass da nichts geht. Die ganze Familie ist in der Regierung. Der Sohn organisiert mit den Hafen und Raffinerie- und Reedereianlagen den ganzen Ölschmuggel. Das geht in diesen Hafen. Ich habe gelesen, dass da in diesem speziellen Hafen, wo das stattfindet, auch ein Bereich ist in dem Dock, der total abgegrenzt ist, wo also gar niemand hinkommt. Da wird am Tag oder wurde bisher, bis die Russen eingegriffen haben, ein Öltanker vollgemacht. 200.000 Fass Jeden Öl Tag. am Tag. Das sind am Tag, ja, bei denen 8,5 Millionen hat es geheißen, jetzt haben sie nur noch 1,5 Millionen. Das sind natürlich stinksauer, das geht natürlich gar nicht, ja. Polemik, aber diese Persönlichkeitsstruktur, die von dem da an den Tag gelegt wird, oh, das ist schon, meines Erachtens ist das kritisch. Und so einen braucht man, weil der aus eigenem Ego und Geltungsdrang natürlich das macht, was ihm der große Bruder hinwirft. Also das ist der Esel, der sich ganz leicht mit der Karotte in die Richtung lenken lässt und dabei Genau. noch denkt, er ist jetzt der Gewinner bei der Sache. Genau, also so ungefähr kann man, stelle ich mir das auch vor, wobei solche Leute, wir kommen vielleicht später oder hoffe ich noch auf Donald Trump, ja, es gibt einen Ausdruck im Englischen für solche Leute, das heißt Loose Cannonball. Das heißt, es ist eine lose Kanonenkugel, die auf dem Piratenschiff oder auf dem Schiff hin und her irrt und alles mit kaputt schlägt. Ja. Und der Nachteil an der Loose Cannonball ist natürlich, dass es nicht kontrollierbar ist. Der Vorteil ist, dass er natürlich Chaos schafft. Bei Donald Trump gibt es da noch beide Möglichkeiten. Und bei ihm natürlich auch. Er ist aber wahrscheinlich am Ende erpressbar, weil natürlich die Geheimdienste alles Mögliche über ihn haben werden. Nur, er hat ja schon eine sehr feste Position in der Türkei. Also, ob die Wahlen da, ich Ja, nehme nicht an, okay. dass dass das mit rechten Dingen dazugeht, aber das sieht nicht so aus, als ob der jetzt da verdrängbar ist. Wobei man natürlich immer die ultimative Drohung hat, ihn umzubringen. Diese Drohung hat man immer. Ja? Also das ist die normale Sache bei Geheimdiensten. Und deswegen lassen die wahrscheinlich solche Leute dann auch mal machen, weil im Zweifel sagen sie, komm, das können wir noch erledigen. So, aber unter der These, und dann gibt es ja noch das, was ich auch im Gespräch mit Wolfgang Eggert schon angedeutet habe, Saudi-Arabien. Ja, gibt es eben Hinweise, dass die eigentlich mit Israel zusammenarbeiten. Und über Saudi-Arabien wird ja auch dieser ganze dieser radikale Islamismus gefördert. Und ist ja ganz offiziell ein Verbündeter von Amerika. So, und dann ist ja die Frage, ja, macht es Saudi-Arabien ohne Auftrag? Ich meine, das ist für mich nicht vorstellbar, weil die Supermacht Amerika könnte die Scheichs in Saudi-Arabien auch wegbomben. Die könnten da wahrscheinlich auch kein Regime installieren, das schaffen die auch nicht, das haben sie in allen anderen Ländern auch nicht geschafft. Also eine Demokratie nach unserem Vorbild, in Anführungszeichen, aber die könnten die wegbomben, das wäre gar kein Problem. Also, dass Saudi-Arabien da etwas macht, was den Amerikanern nicht passt, das ist äußerst unwahrscheinlich. Und die sind ja die Terrorpaten. Das ist ja ein, also das ist ja, da braucht man jetzt nicht viel rum recherchieren. So,
Wenn man das also so sieht, dass die Türkei und Saudi-Arabien eigentlich das machen, was ein Teil der Strategen bei der CIA und so weiter wollen, dann sieht das Bild ja völlig anders aus. Dann ist das natürlich alles, was die uns da vorspielen, alles Kokolores. Mhm. Und in dem Fall hätte der Putin das Spiel einfach durchschaut und hat gesagt, ja, ja, ich sage jetzt mal, ich kämpfe gegen die ISIS. In Wirklichkeit kämpft er gegen die CIA. Und die haben sich auch gleich beschwert. Mhm. Wie, der beschießt von uns ausgebildete Leute. Ja, genau. Mhm. Weil ja natürlich die Leute, die ausgebildet worden sind, um gegen Assad zu kämpfen, sind genau diese Terroristen. Da verschwimmen ja die Grenzen zwischen den eigenen, zwischen den Terrororganisationen. Und dann ist es, dann kommt es natürlich, dann ist das natürlich alles wieder, wie du sagst, es läuft alles auf den Superkonflikt zu. Glaubst du, dass der Abschuss von dem Flieger, von den Russen, eine gezielte Provokation war, um das Fass zum Explodieren zu bringen? Ja, und also Putin einfach als schlauer Stratege gesagt hat, nee, das mache ich nicht. Ja, ich zeige es euch anders. Er macht Wirtschaftssanktionen, Türkei wird isoliert vom Tourismus, Ölstopp oder halt andere Maßnahmen wirtschaftlicher Art, die dann die Leute treffen. Aber er wird nicht so blöd sein, sich da auf so richtig provozieren zu lassen. Aber er darf auch nicht zu wenig reagieren, weil sonst verliert der Rückhalt von den Hardlinern innerhalb Russlands. Da gibt es genügend Falken von den russischen Generälen, die auch gerne draufhauen wollen, genauso wie NATO-General Breedlove. Also die Psychopathen in der Militärhierarchie gibt es auf beiden Seiten. Ja. Ja, sonst wären sie nicht beim Militär. Ja. Also, das ist gut. Ja. Also das ist wirklich ein Muster, das man die letzten Jahre sieht, das so klar ist, dass man da wirklich, weiß ich nicht, kaum zum anderen Schluss kommen kann, ist, dass der Putin alles tut, um sich nicht provozieren zu lassen. Mhm. Also ich meine, Und auf der anderen Seite der Westen alles tut, um ihn zu provozieren. Exakt. MH17, die Wirtschaftssanktionen, Sochi. Mit Sochi hat es schon angefangen. Ja? Wenn ich nur denke, wie diese Moderatoren im ZDF jede Bewegung von ihm niedergeschrien haben und so weiter. Also die tun ja nichts. Die tun ja nichts anderes, wie gegen Russland zu hetzen. Ja, und ich muss das jetzt auch für sagen wir mal, meine libertären Zuschauer sagen, weil da gibt es ja zwei Fraktionen. Die einen, die eben gegen Putin eingestellt sind, weil er natürlich eine autoritäre Herrschaft ausübt, wobei da in vielen Bereichen viel weniger Staatseingriffe sind als bei uns. Ja? Mhm. Also die Steuern zum Beispiel sind viel niedriger. Aber ich bin ja derjenige, also ich werde dafür auch angefeindet, ja? Dass ich Putin nicht zu wenig kritisiere oder was weiß ich. Aber ich bin ja derjenige, der als einer von zwei Autoren in Deutschland über die kommunistische Langfriststrategie geschrieben hat, ganz kurz, die besagt, dass Überläufer sagen uns, dass der eiserne Vorhang absichtlich gefallen ist, um den Sozialismus weltweit zu verbreiten. Und Leute wie Thorsten Mann sagen auch, das ist auch jetzt noch die Strategie. Es ist auch sicher noch die Strategie vom FSB, also KGB oder von Teilen. Die Frage ist, ist es Putins Strategie? Und da muss man halt sagen, man muss irgendwann mal die Leute auch an ihren Taten messen. Und was der Putin macht, ist eben, er versucht, einen Krieg zu vermeiden. Das ist so offensichtlich wie nur irgendwas. Natürlich, der hat das mit der Krim gemacht, aber das war, irgendwann mal musste er sozusagen Stopp sagen. Wir sagen also bis hierher und nicht weiter. Er kann ja nicht zuschauen, dass seine Landsleute massakriert werden. Ja, die gleichen ethnischen Leute. Ja. Genau, das hat übrigens auch ein ehemaliger Kanzlerberater gesagt. Das haben wir auch auf unserem Kanal, ich glaube noch nicht, oder? Haben wir bald auf dem Kanal, dass das... Dass das zwar völkerrechtswidrig war, aber aus strategischer Sicht verständlich. Mhm. Ja, dass er irgendwann mal sagen musste, okay, also... Obwohl, da gibt es einige Völkerrechtler, die sagen, das war alles andere als eine Annexion. Ja, wenn okay, da wollen wir jetzt nicht rumstreiten, wenn aber... Wenn das Volk gefragt wird und so, ja. Ja, klar, ist eine Definitionssache. Ja, es war auf jeden Fall mehr... Es war der Wille der Krim-Bewohner. Richtig, und es war auf jeden Fall demokratischer, als was sie in Afghanistan, in Irak und sonst was gemacht haben. Da will ich jetzt gar nicht drüber diskutieren. Oder in Bremen. Bitte? Oder in Bremen. Oder in Bremen, genau. Also, ganz klar. Nur, also eine ganz wichtige Botschaft. Also der will vielleicht auch noch die neue Weltordnung. Also neue Weltordnung heißt, sag nicht ich, ich zitiere die Leute in meinen Büchern, die wollen eine Weltregierung, das ist Fakt. Mhm. Ja, ich zitiere die Leute. Die will der wahrscheinlich auch noch, also die neue Weltordnung in dem Sinne. Aber er will sie offensichtlich, wenn er sie will, nicht durch den Krieg erreichen, weil das ist das, was man sieht. Er versucht zu vermeiden. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, dass der da jetzt reingeht nach Syrien. Das ist natürlich, könnte auch wieder Teil des Spiels sein, weil da könnte sich der Dritte Weltkrieg entzünden. Nur auch da macht er ja etwas, dass er sozusagen den Amerikanern zeigt, also ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Und was für mich interessant ist, eine These, die werde ich auch demnächst noch in der Presseshow ein bisschen versuchen zu belegen, kann ich jetzt hier nicht.
Es scheint innerhalb des Pentagons eine Fraktion zu geben, die gegen diese neue, also zumindest gegen die, die den Dritten Weltkrieg wollen, arbeiten. Also Militärs innerhalb des Pentagons, die nicht auf den großen Konflikt hinarbeiten. Genau. Ja, okay. Und meiner Meinung nach ein Indiz, ich muss das aber noch genauer nachrecherchieren, aber also ich sage nur eins von den beiden Indizien, weil das zweite kann ich nicht so, weiß ich noch nicht so genau. Dass die Patriot-Abwehrraketen von Deutschland abgezogen wurden. Du erinnerst dich, das war kurz bevor es losging. Die von der Leyen hat natürlich nur Befehle ausgeführt und hat auch nur Unsinn dahergebrabbelt. Ah ja, die brauchen es jetzt nicht mehr. Jetzt, wo es da unten anfängt zu brennen, ziehen die zurück. Ganz klar eine Entscheidung vom Pentagon. Gibt es gar keine Frage. Warum? Das heißt, die haben dem Putin damit den Rücken freigehalten. Weil das war wahrscheinlich schon bekannt, dass er das plant. Weil die Türkei, die war ja zum Schutz der Türkei gedacht. Mhm. Ja? Das heißt, da ändert sich das Spiel. Okay, jetzt zeige ich das zweite Indiz auch noch. Das habe ich noch nicht überprüft. Bitte, Leute, meine Presseshow schauen. Es soll auch noch der letzte Kreuzer da, wie heißt das, Luftschiff, nicht Luftschiff, Flugzeugträger. Flugzeugträger und so, auch abgezogen. Ich weiß nicht, ob es der letzte war, aber der soll auch in dieser Zeit abgezogen worden sein. Das habe ich ja noch nicht nachrecherchiert. Ja? Mhm. Aber wenn das so wäre, dann hätte man ja ihm erst recht noch freie Hand gegeben. Es kann also sein, dass es innerhalb des Pentagon jetzt Kräfte gibt, die sogar mit den relativ guten Kräften innerhalb Russlands da zusammenarbeiten. Mhm. Alles Leute, die wahrscheinlich schlicht und ergreifend keinen Bock haben zu sterben, ja? Weil der Dritte Weltkrieg. Das bedeutet natürlich, da gibt es dann verschiedene Fraktionen, die innerhalb des Militärs kämpfen. Ich habe vor kurzem den Webster Table gehört in einem Interview. Der hat von einer Gruppe erzählt, die um den ehemaligen CIA-Chef und höchsten General der US-Streitkräfte Petraeus sind, David Petraeus. Mhm. General Allen ist da noch dabei und auch Breedlove. Also die jetzt gerade die Falken mit den schärfsten Krallen momentan, dass die eben alles tun, um diesen Konflikt weiter voranzubringen. Deren Ziel ist natürlich diese Eskalation und die, wie heißt es denn, Full Spectrum Dominance wollen die. Also Russland platt machen als einzigen Gegenkandidaten für ihre geostrategischen Ziele. Und wenn du jetzt natürlich sagst, dass da intern Grabenkämpfe stattfinden, das wäre natürlich interessant, da nähere Informationen zu haben. Ja, also das will ich nochmal auch ausrecherchieren, aber ich glaube, dass es Alex Jones auch, vielleicht kommen wir da jetzt dann hin, in dem Gespräch mit Trump erwähnt hat, dass es eben Kräfte innerhalb des Pentagon gibt. Und der ist natürlich schon ganz gut verdrahtet. Also die reden natürlich hinter den Kulissen, da kommen wir eben dazu, die Leute regen sich auf, was da in dem Interview gesagt wurde, Trump versus Jones. Okay, da hast du schon zweimal drauf hingedeutet. Lass uns mal das Thema Terrorismus hier abschließen. Also wir haben eine Situation momentan, wo eigentlich momentan jeden Tag alles passieren kann. Ja. Ja? Es kann sein, dass die Merkel gestürzt wird oder was weiß ich, irgendwer in Kronprinzen hochkommt, gibt es eigentlich nur Schäuble momentan. Ja? Ich glaube, dass die den Gutenberg wieder aus dem... Ach du lieber Gott, ach oh Gott. Ist schon also es könnte noch schlimmer werden, ja. Also und das Schlimmste wäre die von der Leyen. Aber ja, das sie hat auch Probleme mit dem Doktortitel. Und also in Deutschland die Situation ist momentan nicht so ganz absehbar. Es könnte sein, dass es einen Rechtsruck gibt wie in anderen Staaten. Europa zerbröselt momentan. Die Schengen-Abkommen sind de facto außer Kraft gesetzt. Da muss ich kurz einhaken, weil sonst verlassen wir das Thema wieder. Ich glaube eben nicht, in Deutschland wird es eben gerade keinen Rechtsruck geben. Wegen unserer Vergangenheit. Die können ja die nächsten 100 Jahre noch mit der großen Koalition weiter regieren, glaube ich. Weil die AfD nie auf 50% kommt. Ja, also Rechtsruck meine ich einfach nur, dass die AfD dann plötzlich 8 oder 10 Prozent hat. Ja, das mindestens. Das meine ich. Ich meine jetzt nicht, dass plötzlich eine rechte Partei in die Macht kommt, sondern das ist ja, wenn da nur 3 Leute mehr AfD schreien, dann ist es ja schon ein halber Nazi-Aufstand. Das meine ich mit Rechtsruck. Ja. Okay, das ist also die Situation in Deutschland und wie es in Syrien unten abgeht, das ist also wirklich auch, das kann jede Woche eine andere sein. Ja. Aber wenn wir dann jetzt mal über den großen Teich schauen, du hast jetzt auch gerade den Donald Trump erwähnt, also da sind ja alle schon, haben sich in Stellung gebracht für den nächsten Präsidentenwahlkampf. Also er ist ja schon drin, bei den Amis geht es ein bisschen länger. Nächsten November wird gewählt, 2016, und da gibt es jetzt so die ganzen Geschachere, die ganzen Verteilungskämpfe und so weiter. Und dieser Donald Trump, der spielt ja da ist eine schillernde Figur. Der hatte vor kürzlich einen recht interessanten Auftritt bei einem, der auch in der alternativen Wahrheitsbewegung vorne mit dran ist, nämlich Alex Jones. Erzähl mir mal, ich habe das Video noch gar nicht gesehen und das Interview. Warum ist der dahin und um was ging es da in dem Video? Also ich bin jetzt sehr froh, dass ich das jetzt mal am Stück sagen kann, weil ich auf meinem YouTube-Kanal von Zensurtube auf 15 Minuten beschränkt bin. Tob dich aus. Und jetzt kann ich das mal ein bisschen
da warten die Leute auch schon, die sagen, Olli, was sagst du endlich was zum Trump? Weil ich habe gleich gepostet bei mir, das ist ein epochales Ereignis. Und okay. Ich bin immer noch der Meinung, okay, das ist ein epochales Ereignis, was okay, hier passiert ist. Okay, also dann, the stage is yours. Yeah, okay. Und zwar, also erstmal, was da passiert ist für die Zuschauer und auch für dich, weil du es nicht gesehen hast. Trump ist zu Jones in die Sendung gekommen, hat aber natürlich, hat ein relativ harmloses Interview geführt, hat natürlich nicht gesagt, 9/11 ist Inside-Job, sondern der hat dann gesagt, ja, wir müssen die Islamisten bekämpfen und so weiter. Jones hat auch nicht nachgefragt. Da genau, und das wird ihm wieder vorgehalten, dass er nicht nachgehakt hat. Und da kann ich das jetzt hier mal erklären. Du bist jetzt selber Journalist und ich bin schon eine ganze Weile. Wenn du so einen hochkarätigen Gast bekommst, dann sagst du natürlich vorher, was du machst. Mhm. Und da wird der Trump vorher gesagt, und du fragst mich aber nicht nach 9/11. Sonst stehe ich auf und gehe. Sonst ist hier Ende. Ja? Mhm. Und natürlich macht er das dann nicht. Ganz unabhängig davon, was du über 9/11 denkst. Auch ich habe hier an dieser Stelle, saß der Rico Albrecht. Und wir haben gesagt, nee, wir reden nicht über Plan B, sondern über unsere Gemeinsamkeiten, in dem Fall über die Einwanderung. Weil ich sage, okay, der hat jetzt keinen Bock, drüber zu reden, aber es ist ein wichtiges Mitglied der Wahrheitsbewegung. Also sagen wir, okay, dann lassen wir das Thema halt weg. Mhm. Und genauso, wenn ich die Chance habe, einen Donald Trump zu bekommen, dann sage ich nicht, jetzt müssen wir aber über 9/11 reden. Dann vertraue ich den nicht, ja. Genau, ja, und ich habe auch den Klaus-Peter Wilsch, das hätte ich machen können, weil er wahrscheinlich nicht genau wusste, wen er da vor sich hat, habe ich auch nie nach 9/11 gefragt. Mhm. Da bin ich über die Hintertür gekommen, habe gesagt, wie ist es denn mit Anarchie, also Privatrechtsordnung und Geldsystem? Und er ganz offen sagt, habe ich ihn noch nicht so beschäftigt. So, da komme ich weich, aber nicht mit, was halten Sie vom 11. September? Was soll der da sagen? Ja, und beim Donald Trump speziell ist das Interessante, dieser Roger Stone, glaube ich, heißt er, sein Berater, der ihn da reingebracht hat. Also der ist nicht mehr sein Berater, im Moment war es aber, ich glaube, bis August. Da habe ich jetzt irgendwo gelesen, habe ich jetzt auch noch nicht nachrecherchiert, dass angeblich er sagt, er hätte gekündigt, der Trump sagt, er hätte ihn gekündigt. Das ist aber egal, weil im Gespräch mit Jones wird Stone angesprochen. Und Trump sagt, das ist ein guter Mann in der Show. Und es gab eine Show davor, oder nicht, also der, von dem Stone unbedingt anschauen, mit dem Alex Jones. Und was der da alles sagt, ist der Hammer. Also Thesen von Roger Stone. Lyndon B. Johnson hat John F. Kennedy Ermordung in Auftrag gebracht, in Auftrag gegeben. Mhm. Hillary Clinton, die Clinton und die Bush-Familie arbeiten in Wirklichkeit hinter den Kulissen zusammen, seine These. Und Hillary Clinton deckt von Bill Clinton die sexuellen, sexuellen Belästigungen und auch Vergewaltigungen, soviel ich weiß, muss man jetzt selber nachlesen. Das ist ein Hardcore-Truther, dieser Stone. Okay. Das heißt, wenn der ihn zu ihm geschickt hat, und das ist offensichtlich, weil er hat gesagt, ich frage den Trump mal, und Trump hat dann gesagt, ja, der Stone hat mir gesagt, ich soll zu dir in die Sendung gehen. Und der Trump sagt am Schluss der Sendung, mach weiter, es ist eine sehr gute Arbeit, nach dem Motto, ich werde dich unterstützen, und ich finde es sehr, sehr wichtig, was du machst, du, Alex Jones. Und das ist die Botschaft. Jetzt gibt es dann wieder Leute, die sagen, der Jones ist selber ein Agent. Also in der Regel kommt das aus antisemitischen oder sozialistischen Kreisen, ja, die Molly natürlich nicht, weil er für Freiheit ist, und Antisemiten, die dann, weil er nicht jeden Tag irgendwie Israel beschuldigt oder so, ja, dabei hat er hat auch über Zionismus schon Sendungen gemacht und er hat sogar David Duke eingeladen und dann immer, aber den Antisemiten ist es natürlich nicht genug, wenn du nicht ständig sagst, die Juden waren es. Ja. Natürlich ist es Quatsch. Ja. Es gibt, wie ich das ja hatte mit dem Wolfgang Eckert, es gibt Sekten innerhalb der, hat nichts mit der Religion zu tun, aber es gibt da Sekten und die haben Einflüsse, ja, in den diversen Religionen, aber in Wirklichkeit geht es da nicht um Religion und Gott, sondern es geht, wenn dann, um Satan oder um Atheisten. Aber es gibt eben Antisemiten, nein, die Juden waren es. Weil es so schön einfach wäre. Weil es so schön einfach ist, das war ja auch, so hat ja Hitler, so ist ja Hitler an die Macht gekommen. Mhm. Ja. Mit diesem Klischee, mit diesem und das bedient. Dass die jüdische Weltherrschaft bevorsteht. So, genauso ist Hitler an die Macht gekommen. Und das gibt es natürlich auch jetzt noch in rechten Kreisen. So. Mhm. Und da das natürlich der Jones nicht mitmacht, gilt er da als Agent. Ich sehe da überhaupt keine Anzeichen. Da müssten wir ja auch Agenten sein, weil jeder von uns sagt ja auch, es gibt keine jüdische Weltverschwörung. Ja, das sind wir auch. Wir werden auch in diesen Kreisen, sind wir auch Agenten. Also ich krieg auch... Kriegst du Geld dafür, für die Agenten? Leider nicht. Ich nicht. Also ich. Dabei haben die doch angeblich so viel Geld. Ja, das ist ein Klischee. Also bei mir ist es leider nicht angekommen. Ja. Genau. Ja, na klar, also für Antisemiten sind alles Agenten, die nicht sagen, dass es die jüdische Weltverschwörung gibt. So. Zurück zu Trump. Ja, aber das hängt zusammen, weil
So, jetzt nehmen wir mal an, also Ding ist kein Agent, Alex Jones ist kein, oder ist auch wurscht, ob er Agent ist. Was der Trump damit sagt, ist, dass er Bescheid weiß, dass in den Massenmedien gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Der selber muss, man muss seine Persönlichkeit verstehen, oder wie ich sie verstehe. Das ist natürlich so ein Alpha-Typ. Ja? Narzisst, hast du denn seine Narzisst Frisur ohne gesehen? Ende. Die Hälfte des Welthaarspray-Verbrauchs verbraucht der. Der hat eigentlich eine Glatze, aber lässt sich jeden Tag das Ding dahin toupieren Und da und werden ja schon Witze drüber gemacht. Ja? oh mein Gott. Aber inzwischen schaut es besser aus als früher. Also nicht ganz so peinlich. Der ist ein super Narzisst. Man muss seine Persönlichkeit verstehen. Das ist aber in dem Fall kein Nachteil. Das ist ähnlich wie bei Putin, der auch ein Narzisst ist. Ja? Was will der Trump? Also, worüber sich die Leute in dem Interview beschweren, ist, dass er sagt, er will mehr Überwachung von Muslimen. Jetzt hat er noch mehr, der will den Patriot Act wahrscheinlich verlängern. Und das Letzte war, er will überhaupt keine Muslime mehr reinlassen. Der ist eine Loose Cannonball, der Typ. Da kriegt er jetzt massiv Gegenfeuer, gell, gegen die Ja, ich Aussage. meine, Ja. der gehört zu den Typen, wo man sagt, ja, macht er das jetzt absichtlich, um sich selber zu sabotieren? Also, ja, also ich halte, du kannst natürlich nicht komplett blöd sein, wenn du so ein Riesenunternehmen aufgebaut hast. Ja. Aber er ist jetzt kein Analytiker. Der trägt das Herz auf der Zunge sozusagen, ähnlich wie der Alex Jones übrigens. Ja. Erst sprechen, dann denken oft. Genau, erst sprechen, dann denken, genau das ist es. Scheißt sich aber auch nichts, das macht ihn so beliebt. Politische Correctness, das hat Rand Paul völlig falsch gemacht, der Sohn von Ron Paul. Ja. Man muss politisch inkorrekt sein. Das ist auch die Botschaft an alle in Deutschland, also auch Leute, die mich immer kritisieren. Ja, aber was postest du? Politisch inkorrekt ist das neue In-Sein. Ja? Also, es ist nicht mehr innenpolitisch korrekt zu sein, Leute. Ihr habt es nur noch nicht mitbekommen. Ja? So, und deswegen, der hat ja extreme Zustimmungsraten. Wenn der jetzt nicht so extreme Sachen sagen würde, wäre der schon längst sicher. Aber ich glaube, also wenn er Präsidentschaftskandidat wird, und da kommen wir zum nächsten Argument der Gegner von Trump, die sagen, das hat er jetzt, der ist nur zu Alex Jones gegangen, weil er die Truther als Wähler haben will. Ja, das ist totaler Bullshit. Weil du wirst Präsident auch ohne die Truther, ja? Weil dein Gegenkandidat ist entweder die Hillary Clinton, da hat der Roger Stone ja selber schon so viel Material in der Hand, dass er die abschießen kann, oder dieser Sanders, der auch nicht Establishment ist, also ein Sozialist, der wirklich dran glaubt. Insofern muss man es ihm zugutehalten. Der würde sowieso gewinnen. Ja, wenn der Trump antritt, würde er gewinnen. Da braucht er die Truther nicht, sondern im Gegenteil, man kann ihn damit anfeinden, dass er zu ihm gegangen ist. Und genau das ist der Wert, das epochale Ereignis. Derjenige, der vielleicht oder wahrscheinlich Präsident wird, geht zu Alex Jones und hebt damit die Truther aus der Schmuddelecke raus. Jetzt wird über Alex Jones halt Unsinn geschrieben in der Presse, dass er die Mondlandung bezweifelt, was er gar nicht tut, ja, zufällig. Ja, wird Dreck über ihn ausgeschüttet, aber Trump hat ja viele Anhänger, also die Hälfte Amerikas. Und der hebt ihn jetzt aus der Schmuddelecke. Das ist ein Wahnsinnsereignis. Das heißt, er sagt, ja, schaut doch mal auf diesen Kanal. Das sagt er damit. Er sagt, natürlich stellt er sich nicht hin, 9/11, also der Jones, der Roger Stone hat gesagt im Interview, der weiß schon, dass da was nicht stimmt. Aber das ist ein Unternehmer, der hat auch nicht die Zeit, jetzt da 20 Stunden am Tag im Internet zu surfen und sich die 9/11-Theorien alle anzuschauen. Du weißt, dass man braucht eine Weile, bis man dahinter kommt. Ja? Die Zeit hat er nicht. Sondern der hat diesen Stone als Berater und der hat ihm gesagt, du, das stimmt nicht, und dann weiß man jetzt nicht, was der denkt. Aber bei ihm zum Beispiel, ich mache das fest, weil das ist ganz wichtig, an einer Sache, nämlich am Patriot Act. Der will jetzt den Patriot Act wahrscheinlich verlängern. Der Patriot Act ist natürlich eine Katastrophe. Das ist der totalitäre Staat. Der Unterschied aber ist, die Leute, die den installiert haben und schon in der Schublade hatten vor 9/11 übrigens, die machen das, weil sie den totalen Überwachungsstaat in Wirklichkeit wollen und nicht den Terror bekämpfen. Der Trump ist meiner Meinung nach dafür, weil er den Terror bekämpfen will und glaubt, es hilft. Weil er nicht so weit denkt. Der sagt einfach, ja scheiße, die Muslime, die lassen wir gar nicht mehr rein. Das ist ja für einen Libertären geht das natürlich. Ein Libertärer kann nicht sagen, wir lassen keine Muslime mehr rein. Aber sagen wir, aus so etatistischer Sicht sagt er, ach komm, wir brauchen keine Muslime, warum soll man die reinlassen? Aus etatistischer Sicht? Ja, also Staats... L'État, c'est moi. Also genau, französisches Wort, ich bin der Staat. Etatistisch aus Staatssicht, oder? Genau, aus Staatsanhänger. Also Leute, die glauben, dass der Staat was tun muss, für die ist es jetzt nicht völlig irrsinnig zu sagen, jetzt lassen wir halt einfach mal keine Muslime rein, weil wir brauchen die ja nicht. Und selbst wenn da nur ein paar, so denkt der, selbst wenn nur noch ein paar Terroristen drin sind, lassen wir. Das ist ja jetzt nicht völlig aus der Welt. Für einen Libertären geht das nicht, aber für einen Etatisten. Aber es ist trotzdem crazy, was er da alles sagt. Da kann man wieder sagen, okay, das wertet natürlich den Auftritt bei Jones ab, dass er so crazy ist jetzt. So in Europa schon gar, ja, weil dann sage ich, okay, der ist verrückt und jetzt ist auch noch rausgekommen, dass einer der 9/11-Truther, der
wie heißt der Schauspieler, Charlie Sheen, das ist ja total, ja, also da gibt es gute Videos, der ist ausgerechnet, das ist einer der Truther, aber es gibt ja auch gute Schauspieler, die Truther sind, wie der Lou Grant gespielt hat da, Ed Asner. Aber so. Glaubst du denn, dass der, wie heißt der, Haarmensch, der Trump, der Donald, glaubst du denn, der hätte Chancen, ins Rennen geschickt zu werden? Ja, also, ich glaube jetzt, er ist nicht Establishment, obwohl er natürlich Kooperatist ist, also im Batman mit der Politik, aber er sagt ganz klar, auch sein Berater, du kannst nicht Immobilien machen in Amerika, ohne zu spenden an die Parteien. Dann kriegst du einfach keine Aufträge. Es ist so, so funktioniert das System. Also er ist Establishment in dem Sinn, dass er die alle kennt, aber er ist eben nicht aus dieser Skull-and-Bones-Elite und so. Mhm. So, und ich, im Moment führt er, ich sehe gar keinen anderen Kandidaten. Ich glaube, er hat gute Chancen, nominiert zu werden, und er hat gute Chancen, gewählt zu werden. Und wer wird Gegenkandidat? Hillary? Die Clinton, weiß ich nicht. Also man muss eigentlich fast hoffen, dass es die Clinton ist, weil die kannst du ganz leicht abschießen. Weil da Schublade auf. Mit was kann man? Mit ihren ganzen Skandalen, die die am Hals hat. Nicht nur der E-Mail-Verkehr vom falschen Server. Nein, allein, dass sie offensichtlich die sexuellen Belästigungen vom... Also ich drücke das jetzt euphemistisch aus, ich glaube, da geht es um noch mehr. Ja. Von Clinton deckt und so weiter. Und auch der Stone hat es auch aufgedeckt, dass sie in Drogenhandel wahrscheinlich involviert sind. Da gibt es einen MENA Airport oder so, gibt es ein Video im Internet, habe ich mal vor Jahren recherchiert. Also die haben genug gegen den in der Hand. Aber er lebt auf jeden Fall gefährlich. Weil er ist, und das sagt der Stone, und der Stone macht irgendwie einen komischen Eindruck, aber so von der Person, aber der sagt, er ist unscripted. Und also es ist kein Skript von wie heißen diese Leute, Spin-Doktoren. Und der ist real, der sagt, was er denkt. Der ist nicht steuerbar. Sagt er auch irgendwas auf Englisch. Also er ist nicht steuerbar. Der ist gefährlich, der hat auch schon seine, laut Aussagen von dem Stone, die Ding verdreifacht, seine Security verdreifacht. Hoffentlich hat er keine Leute vom Staat genommen. Ja. Also das ist ja John F. Kennedy, da war ja auch der Secret Service da plötzlich, oh komm, lass mal den Wagen mal da. Ja, ja. So. Also der weiß natürlich, der lebt gefährlich und lebt meiner Meinung nach gefährlich. Wenn er nicht Establishment ist, lebt er gefährlich. Ein Gegenargument ist noch, dass bei den Simpsons der Trump schon angekündigt wurde. Ja. Aber dazu muss man sagen, der Trump, der ist schon seit ewigen Zeiten als Präsidentschaftskandidat im Gespräch. Der Stone hat ihn angeblich schon 88 versucht zu überreden. Also ja, aber was soll er denn machen, selbst wenn er jetzt private Security hätte, wo er jeden persönlich kennt, weil es der Bruder von seinem Schwager ist oder sonst irgendwas. Dann, spätestens dann, wenn er Präsident wird, ist er in den Händen des Secret Service. Ach so, richtig, ja. Und dann hat er keine privaten Leibwächter um sich rum, vielleicht noch 2, 3, aber die restlichen 2000 Leute um ihn rum sind alle vom Staat kontrolliert. Na ja. Also wenn sie ihn weghaben wollen, egal ob vorher oder danach, dann ist es egal, dann inszenieren die wieder einen zweiten Lee Harvey Oswald. Ja. Und wer wird dann Vizepräsident? Das wird sehr wichtig, wenn er auswählt, hat er noch nicht. Das war das Wort, das Stone gebraucht hat, selbst mit einem Fearless. Er ist furchtlos. Also das merkt man auch. Trump ist furchtlos. Ist fearless, ist furchtlos. Und auch, also jetzt nochmal zu dem Narzisst. Das ist also jetzt kein guter Mensch, wie wir uns das vorstellen, kein Gutmensch oder so. Aber ich glaube, er ist wirklich ein Patriot oder fühlt sich zumindest in dieser Rolle wohl. Und was Narzissten wollen, ist gut dastehen. Und seine Mission ist, Amerika zu retten. Und ich glaube, das will der. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil er eben Compassion, sag mal, Mitgefühl mit seinen Mitleuten hat, weiß ich wahrscheinlich nicht. Dann damit er gut dasteht. Ja. Ja? Und dann will er aber auch Amerika retten. Und ein paar Dinge weiß, sagt er richtig, also der Irakkrieg war falsch und so weiter. Ja? Der wird eher die Steuern senken als erhöhen, wird eher die Staatseingriffe zurücknehmen. Also der hat jetzt auch schon mehr libertären Input bekommen. Ja? Er sagt, er ist noch kein Libertarian, aber eher libertär. Ja, so. Das heißt, der wird aufräumen, also wahrscheinlich zum Beispiel, ein Beispiel, wenn der dann Präsident ist, dann wird er sich schon eigene Berater holen, wie den Stone wieder zurückholen. Und dann werden ihm sagen, du, den islamistischen Terror kannst du ganz einfach bekämpfen. Du musst nur die CIA dicht machen. Das ist nämlich der Haupttreiber. So, und das weiß er jetzt einfach noch nicht oder glaubt es noch nicht. Aber dann, wenn er dann Präsident ist, hat er ja Zeit. Dann holt er sich vielleicht auch den Rand Paul oder dann holt er sich den Alex Jones. Da macht er mal 2 Wochen Alex Jones und dann sagt er ihm, so, das ist die Gefahr für die Elite. Ja. Dass er quasi der alternativen Medienszene Auftrieb verhilft, indem er ihnen... Überhaupt diese ganzen Themen. Die ganzen Themen voranbringt. Und wenn ihm das dann bewusst ist, wenn er im Oval Office ist, wie viel gelogen wird, weil da hat er die Zeit dann, sich auch zu erkunden, damit er zum Beispiel mitkriegen, dass er zum Beispiel selber die Akten von John F. Kennedy nicht sehen darf und solche Sachen. Ja? Oder Area 51. Oder
Genau, du hast es selber gesagt. Ja. Ja. Ich kann, das kann ich eine Anekdote erzählen, die unabhängig, unser anderes Video ist ja immer noch nicht ausgestrahlt, wo wir da näher drüber reden. Area 51, Bill Clinton hat laut einem Biografen vorher gesagt, also vor seiner Kanzlerschaft, das erinnere ich noch, Kanzlerpräsidentschaft, er will zwei Dinge wissen, wenn er im Oval Office ist. Wer hat Kennedy wirklich ermordet und was ist mit den UFOs? Ja. Und beide Fragen sind ja nicht beantwortet worden. Ja. Ja. Also die Erkenntnis für einen Menschen, dass selbst wenn er Präsident der Vereinigten Staaten ist, dass er trotzdem keinen Zugang zu allen Informationen so, hat. So, und wenn das dem Trump passiert, das findet der gar nicht lustig. Wie bitte, ich bin der scheiß Präsident. Und dann wird ihm bewusst, dass er gar nichts zu sagen hat. Ja, ja, okay. Aber dann wird ihm auch bewusst, dass seine Macht ist, mit dem Volk zu sprechen. Mhm. Und dann ist die Frage, und so schlau wird er wahrscheinlich sein, so bauernschlau. Dass er den Teleprompter-Text nicht abliest, sondern... Genau, dass er es nicht ankündigt, sondern sagt, jetzt bin ich live, wenn sie es überhaupt zulassen, wahrscheinlich nicht. Und dann jetzt packe ich mal aus. Und das ist die Gefahr, deswegen lebt er auch gefährlich. Vielleicht wird er dann auch, vielleicht ist er sozusagen dann, opfert sich für die Menschheit, weil dann wird natürlich jedem klar. Okay. Er war bei den Truthern und wenn der jetzt weggeräumt wird, ist... Also natürlich, wir kennen genug Schlafschafe, denen dann immer noch nichts klar ist. Aber sagen wir mal, dann vielleicht 500 Millionen Leuten oder 1 Milliarde Leute mehr wird dann klar, was gespielt wird. Also ein epochales, leicht übersehenes Ereignis. Trump bei Alex Jones, ja. Trump bei Speakers Corner wäre auch eine geile Nummer. Ja, aber wir fragen ihn mal. Das wäre natürlich noch eine andere Geschichte. Ja, Olli, du, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gequatscht und jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken ein bisschen, sonst wird das alles viel zu lang. Und liebe Zuschauer, wir setzen das Gespräch demnächst fort und vielen Dank fürs Zuschauen. Der nächste Teil von unserem spannenden Talk gibt es dann wieder bei Speakers Corner. Und natürlich an dieser Stelle auch noch der Hinweis darauf, den neuen Kanal dann bitte auch abonnieren, weil wir haben uns umgestellt, wir sind in einem größeren Netzwerk, das hat für uns alle Vorteile. Und bitte dran denken, einfach nur bei Abonnieren noch einen Klick machen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank bei Speakers Corner.